Willkommen zurück zu Destroy All Humans. Wir sind auch kräftig dabei, alle Menschen zu vernichten. Zuletzt irgendwie so ein General hast du nicht gesehen. So, und jetzt sind wir auf dem Weg nach, keine Ahnung, der einsame Schützer heißt das Ding. Ich glaube, das ist der Präsident, der Spiegelung der Augen. Ja, dann vernichten wir halt einen Präsidenten, ist doch gar kein Problem. Der kann doch bestimmt nichts. Nein, der ist ja nur Mensch. Jämmerliche Menschen und so. Lassen sich beschützen von primitiven Projektilen. Welt hat einen Waffen. So, Ladebildschirm machen wir hin. Ja, auch rausschneiden, aber nein. Ich habe den Funk überwacht. Dieser Mensch Withers behauptet, der Präsident wird heute vor seinen Untertanen sprechen. Dieser Präsident muss für ihre Sozialstruktur wichtiger sein, als ich vermutet hatte. Vor dem Weißen Haus habe ich eine deutliche Zunahme an Aktivität verzeichnet. Okay. Alles klar. Sag mir einfach, wo er ist und wie er aussieht. Hallo? Das Ortungssystem des Mutterschiffs ist defekt. Ich glaube, er reist in diesen Konvois mit langen, schwarzen Fahrzeugen. Okay. Du glaubst? Aus dem Orbit kann ich die Position des Präsidenten nicht exakt festmachen. Es ist ja nicht so, als würde er mit einem riesigen roten Pfeil über den Kopf herumlaufen. Du musst diesen Fahrzeugen folgen, dann können wir ihn identifizieren. Na gut, dann folgen wir halt den Fahrzeugen irgendwie. Ja, brauche ich jemanden, von dem ich hier Gedanken lesen kann. Das ist ziemlich zügig. Ja, wie wär's mit dir? Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen. Niemand macht einen so guten Hackbraten wie meine Mary Lou. Ja, der will nämlich auch Hackbraten essen. Nicht so wieder ein Typ, der nicht schon wieder kalten Hackbraten wollte. Irgendwas ist halt immer. So, da vorne ist irgendwie ein paar Autos. Könnte ein Konvoi sein. Das ist eventuell das Weiße Haus. Läuft. Nicht davon, ich aber läuft. Motorrad fahren. Warum darf ich nie Motorrad fahren? Polizisten auf Motorrädern haben viel mehr Spaß. Okay. Scan läuft. Oh, schau mal. Ihre Fahrzeuge verbrennen Kohlenwasserstoff. Reizend. Nicht einatmen, Crypto. Schön. Schön, wie halt dann so daher darauf eingegangen wird, dass Leid, es halt ungesund ist. Ich kann mit meinem Mann in einem Schmuckladen frühstücken, wann immer ich will. Toll, oder? Wo fahren wir denn jetzt hin? Also wohin laufen wir? Wie weit voran darf ich denn laufen? Wohin müssen wir denn? Fragen über Fragen. Ich frage mich, wie ich in dem Kleid aussehen würde. Betty Milford würde von Neid tot umfallen. Mhm. Alarmiere nicht die Polizei, ich bin dabei. Ich würde alles tun, um Johnnys Aufmerksamkeit zu bekommen. Sowohl alles. Passagiere als auch Bauteile bestehen aus Kohlenstoffverbindungen. Das Interieur ist bestimmt aus Soylent Green Leder. Nicht gerade billig. Okay. An denen gehen wir mal hier so ein bisschen grob dran vorbei vielleicht. Von allen Straßen in allen Städten der Welt musste ich ausgerechnet in diese laufen. Ja, du kannst doch auch woanders hingehen. Hier ist jetzt ja nicht unbedingt was abgesperrt. Janet riskiert besser keine dicke Lippe, wenn ich nach Hause komme. Nicht bei meiner Laune. Oh, könnte sein. Wir vielleicht dahin fahren, wo alles so schön abgesperrt ist? Ja, das sieht ganz stark danach aus. Die Elektronik blockiert alle menschlichen neuroelektrischen Signale. So viel zur Biorhythmik. Aber wir haben ja immer noch das Horizont. Du musst näher an den Mann des Präsidenten ran. Ich verliere das Scansignal. Weck mich auf, wenn die Außerirdischen landen. Als ob das je passieren würde. Naja, was steht da? Repent, the end is near. Alles klar. Einer von den Guten. So. Polizei ist noch nicht alarmiert. So mag ich das. Muss dieses Kleid einfach haben. Es ist einfach ein Traum. Die wichtigen Gedanken des Tages.
Ich musste dieses Spiel einfach haben. Es ist einfach ein Traum. Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Wie konnte er nur? In unseren Flitterwochen. Sind immer die Schlimmsten. Wo halten die Autos an? Tatsächlich. Okay, wir sind am Ziel. Achtung, ein Hinterhalt! Bildet eine Wagenburg! Bringt mir meine Flitze! Schafft das Weißvolk in Sicherheit! Okay. Vernichte sie alle! Ich vernichte sie alle! Hab ich sie schon vernichtet? Ich weiß nicht. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, sagen wir es so. Ich hätte gern mal. Lass mich da. So. Was war das? Für die Menschen im Hinterhalt. Bin dabei. War also in Hinterhalt. Okay. Machen wir so. Jo, alles klar. Nein. Ansonsten mit X, das war wohl nix. Achtung, ein Hinterhalt! Bildet eine Wagenburg! Bringt mir meine Flitze! Schafft das Weißvolk in Sicherheit! Ich habe zu viele Menschenfilme gesehen. Ist ja toll. So, mach mal den hier. Mein Kopf! Mein Kopf! Du auch nochmal. Und steck halt mal ein paar andere damit an. Da haben wir halt ein paar Gehirnchen von. Ja, ein paar Gehirnchen. So, wo kommt jetzt hier der große Supermech? Da kommt der große Supermech. Okay. Okay, ich mach mal so. Gut geschossen, Krypto. Wow. Hinterhalt. Gar nicht mal schlecht. Das muss ich diesen Affen lassen. Krypto, dieses Oder-Wesen hat gerade wieder etwas gesendet. Er sagt, der Präsident wird in Kürze vor seine Untertanen treten. Er ist ohne Frage ein gerissener Kontrahent. Kein Vergleich zu Armquist. Also soll ich ihn gnadenlos in Billionen mikroskopisch kleine Teilchen pulverisieren? Geht klar, großer Häuptling. Sehr gut. Du denkst mit. Okay. Wohin genau darf ich jetzt? Bringe zur eigentlichen Pressekonferenz vor. Okay. Ich düse voran. Was war das? Du ein Alien. Ja, genau. Sie sind es! Hey, die Regierung. Ja, ich glaube, da vorne ist es schon. Was? Dann machen wir doch mal. Alien! Ausgelöscht, den Präsidenten. Schön. Großer Klon, oder? Du kannst auf dich aufpassen. Oh, ich bin schon ein ganz großer Klon, ja. Die Dunkelgrau haben dein Raumschiff gefunden. Ich glaube, sie wollen es zerstören. Ja, wie immer. Ich bin kein Experte für menschliche Sprengstoffe, aber es scheint, als hätten sie genug, um die Energiezellen zu zerstören. Das würde die ganze Stadt. So, einmal hier. Einmal da. Beeil dich! Sie werden dein Raumschiff zerstören. Oh, haben sie denn keinen Respekt vor fremden Eigentum? Ja, also wirklich. Wow, die machen Schaden. Bin ich nicht okay. Ihr seht mir nicht. Ist jetzt auch nicht mehr zeitlich bestimmt alles. Ja, ist okay. Können wir das hier wegmachen? Das auch. So. Ich dachte, wir könnten mal zusammen trinken, nur helfen. Dann lass mal hier die Menschen noch vernichten. Ganz kurz. Mit ihren Versuchskaninchen hier und so. Polizist! Jo. Okay. Das war eine schnelle Mission. Gute Arbeit, Kurt. Sofern die jetzt vorbei ist. Die ist vorbei. Okay. Mission erfolgreich. Sehr, sehr gut. Mist, jetzt habe ich wieder nicht gelesen. War jetzt froh, dass ich was geschafft habe in meinem Leben.
Komm darauf nicht klar. Also, was willst du gerne verbessern, du kleines Bündel ungebremster Wut? Ja, gib mir mal die ganze Reihe weiter über. Ja, komm, mach mal das. Schreib mit jedem Ziel, anstatt abzunehmen. Okay. Also, je mehr wir haben, desto mehr Schaden machen wir mit dem Elektrozeug. Klingt hier erstmal nicht verkehrt. So, dann The Furon Filibuster. Ja, ja, mach mal. Kriegen wir hin. Leicht. Eventuell. Wenn das hier nicht so ein Wellenkampf wird, kriegen wir es hin. Die Furonische Ansprache. Meine ich doch. Fast das Gleiche. Bitte warten. Elkin wird zur Erde geschickt. Bitte warten. Kann ich den Ladebildschirm überspringen? Nein, warum? Sauerei. Suchen einen neuen Anführer wählen. Die Entscheidung steht kurz bevor. Okay. Das heißt, wenn der Präsident tot ist, wird er nicht der Vizepräsident sein Nachfolger? Sei einfach still und töte die Senatoren, bevor sie das Kapitol betreten! Was war das? Extra okay. Ich hatte gerade Rennt um euer Leben! Erstmal Menschen vernichten, das kann ich. Hier, verdau das. Du auch nochmal hier. Extra sie sind es! So. Jeder, den wir vernichten, ist ein guter. So, Dankeschön für die Hähnchen. Töte Senatoren, während ihr Pause. Ja, du, ne? Man kann halt nicht immer eine gute Pause haben. Sie sind es! Ja, wir sind es. Wir sind gekommen, um zu töten. Ist so. Okay. Da drüben ist noch einer. Körperfresser! Körperfresser würde ich nicht sagen. Ich bin nur am Gehirn interessiert. So, mit der Plopffähigkeit des Gehirns wird es auch relativ easy. Marsianer! Jo. Abschaum. Okay. Sie kommen! Wo bist du denn? Da bist du. Und mach plopp. Die Pause der Senatoren ist offenbar beendet. Die Analyse zeigt, dass ihr Mittagsmahl flüssiger Natur war. Zögere nicht, schalte sie aus! Ja, wo? Ist heute dein Glück? Die Senatoren, die zum Regierungsgebäude zurückkehren. Okay. Dann machen wir es mal. Gar nicht erst irgendwie hier von der Pause zurückkehren. Wo kommen wir da hin? Hier, machen wir das. Rennt um euer Leben! So. Außerirdische! Du ja auch noch. Sie sind Und du? Ist das schlimm, wenn sie zum Regierungsgebäude zurückkehren? Ich hoffe nicht. Weil sonst halt ein kleines Problem. So. Das passiert gleich von selbst. Blub, blub. Man hört es nur im Hintergrund. Blub, blub, blub. Guten Tag, Herr von und zu Senator. Noch nie war Politik so interessant. Aber schon immer so hirnbefreit. Okay, reicht. Hallo. Da, so. Da kommen noch mehr. Wie viele Senatoren gibt's denn hier bitte? Extraterrestrische! Sie kommen, Körperfresser! Saftladen. Sie sind es! So, und du auch noch? Und dann nach vorne irgendwo noch einer.
Ist da wer? Nee, hier ist keiner. Krypto, begib dich zum Haupteingang vor dem Kapitol. Jede Menge Senatoren sind auf dem Weg dorthin und stock deine Munition auf. Das hier ist keine Demokratie, solange ich es nicht sage. Ach so, du sagst, wann Demokratie ist. Okay. Lass niemanden vorbei, vernichte sie! Ich gehe ja schon. Ran an Speck. So, warte. Jo, tötet euch gegenseitig. Ist voll in Ordnung. So, nebenbei ein paar Gehirne einsammeln. Und es sind auch noch welche. Ich habe militärische Einheiten in der Nähe entdeckt. Mit meinem Militär-Einheiten. Ach, glaub ich mir einfach. Ach so. Ich soll ihm einfach glauben, dass er. Ja, okay. Nein, Crypto. Sie benutzen den Nebeneingang nördlich von deiner Position. Ja, ich habe ein Radar. Meistens funktioniert das ganz gut. So, den haben wir. Der kommt auch nicht rein. Einfach auf die Senatoren. Das wird schon. Irgendwie. Wenn das so weitergeht, dann klappt das ganz gut. Da kommt noch einer. Oh, wow, was schießt denn da so auf mich? Ehrlich. Okay. Ich sehe mehr Senatoren. Ups. Die Soldaten kommen da hin. Oh, der Blitzangriff ist jetzt schon relativ stark. Fällt schon positiv auf. Überall liegen hier Gehirne. Hätte ich mal so einen starken Blitzangriff bei dieser einen Mission gehabt. Oder auch bei der anderen. Hinterher ist man immer schlauer, was man hätte skillen sollen. Nein. Nein, zwei sind durchgekommen, ihr Schweine. Sie sind wieder am Haupteingang. Okay. Und was sind die guten Neuigkeiten? Dieses Mal sind sie schwerer bewaffnet. Na, super. Okay. Wie bitte? Rede doch mal deutlich. 900. So. Einmal bitte Gehirn extrahieren. Vielen Dank. Läuft. Nicht weg, aber läuft. Blub. Irgendwo nervt mich hier einer. Der da. Ändern wir mal diesen Zustand. Tut weh. Da kommen wieder welche. Sie schicken ihre Cyborgs. Kommt gleich der 6 Millionen Dollar, Mann. Oh, shit. Warte. Okay. Wow. Doch, noch so einer. Okay. Du kannst. Ich brauche ein paar Gehirne. Ich brauche ein paar mehr davon. Alles für die Heilung. Die Wahl ist fast vorbei. Ich bin doch schon dabei, sie aufzuhalten. Siehst du es nicht? Ich könnte ja auch noch was tun, aber nein. So. Genug Gehirne für alle. Rempel mich nicht an, lass es sein. Natürlich rempel ich dich an, wenn ich das will. Keiner. Da kommt noch mehr. Ja, okay. Genau. Einfach ein bisschen rumkotzen, das ist in Ordnung. Ein bisschen Migräneanfall, kenne ich. Wie wir einfach auch ständig jemand das Gehirn extrahieren oder so. Sir, dieser Soldat möchte Sie informieren, dass er mal kotzen muss. Sir, dieser Soldat möchte Sie informieren, dass dieser Soldat mal kotzen muss. Schön. Ich mag diesen Humor des Spiels. Muss mir ja sagen. Auch wenn hin und wieder eine Mission dabei ist, die halt einfach nicht so prickelnd ist. Aber gut, kann ja nicht immer alles gut sein, ne?
Ist halt dann so. So. Das ist auch noch einer. Ich glaube, ich schaff's. Okay. Bisschen Essenz hier einsammeln. Und stehen bleiben. Ausgezeichnet. Bird Wither berichtet, dass die Wahl ergebnislos war. Die Menschen sind ohne Anführer und werden sich uns jetzt beugen müssen. Na dann. Nicht nur die Menschheit, würde ich sagen. Das hat ja gut geklappt. Massakriert. Kommunisten schuld an Senatorenmassaker. Natürlich. Immer die. Immer. Nie anders. Eine Verbesserung so. Für dein Raumschiff? Nein. Wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? Na schade, das kann ich mir noch nicht leisten. Haben wir so viele schöne Gehirne eingesammelt, ne? Was ist? Nix ist. Das kaufen wir. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mit der nächsten Mission dann weiter. In der nächsten Folge. Und Destroy All Humans. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.